Vor allem tierische Fette wie Schweinefleisch und Wurst treiben den Cholesterinspiegel in die Höhe. Um die Cholesterinwerte dagegen zu senken, können bestimmte andere Nahrungsmittel helfen. Darunter fällt Knoblauch. Bei längerer Anwendung können die darin enthaltenen Schwefelverbindungen sogar einen leichten Rückgang von Gefäßeinlagerungen bewirken. Grundsätzlich enthält auch jede Obstsorte Pflanzenstoffe, die sich positiv auf die Blutfette auswirken. Besonders wirksam sind Äpfel und Brombeeren. Artischockensaft kann verdauungsfördernd, cholesterinsenkend und blutzuckerstabilisierend wirken. Studien belegen außerdem, dass roter Reis, Hafer und Sojadrinks die Cholesterinwerte im Blut senken. Um zum Beispiel eine Salatsauce zuzubereiten, sollte man natives Leinöl verwenden. Nüsse, insbesondere Walnüsse, sind bei einem erhöhten Cholesterinspiegel hervorragend als Snack geeignet. Wer nicht auf etwas Süßes verzichten möchte, greift am besten zu Zimtsternen oder einer Zimtschnecke. Denn Zimt senkt nicht nur den Cholesteringehalt, sondern beugt auch Heißhungerattacken vor.